Willkommen zu einem neuen Orden Chaos LP an diesem Samstag für euch, Sonntag für mich. Wir lesen gerade mal die Post. Ich habe da ein paar Sachen bekommen von Lukas. Geile Videos, bist der beste YouTuber aller Zeiten. Danke, Lukas, für diese netten Worte. Dann Alex Donner. Okay, deine Videos sind immer geil. Wie heißt deine Gilde und wie kann ich da reinkommen? Einfach online sein, wenn ich online bin. Die heißt YouTubers und ist Soziales Gilde so geschrieben. Ich muss unbedingt mal den Gildenlevel noch erhöhen. Dann haben wir noch von X Mr. Mendlix. Oh, abgesehen, du hast fast keine Gold mehr. Wow, danke. Also eben, wie gesagt, ihr müsst mir kein Gold schenken. Ich finde es natürlich immer cool, wenn ich Gold bekomme, aber ihr müsst es nicht. Hoi Gabriel, ich komme auf vom Kanton Zürich, aber nicht in der Stadt, sondern auf dem Land. Wo wohnst du genau? Kannst du mir bitte zurückschicken. Also wo genau, werde ich nicht sagen. Ich sage nur so viel um Zürich herum. So, genau, wir müssen da nach hinten gehen. Ich habe jetzt diese Quest ausgewählt und für heute habe ich mal ich finde es ein sehr interessantes und geiles Thema und gut, das ist schon gut, weil da kann ich gar nicht durch, lol. What the fuck? Wo muss ich jetzt da durchgehen? Ah, da oben, okay, gut, ich habe gerade gedacht. Ich habe mir gedacht, da ich da auch ein paar Probleme hatte und da ist auch ein bisschen sozusagen, ich weiß, dass meine Zuschauer so zwischen 13, 14, 15 sind und eben bald langsam in das Alter kommen von 16, 17, 18. Ich bin jetzt 18, bald nicht mehr, also es dauert noch, am 27. Februar habe ich ja Geburtstag, werde ich 19 und ich glaube, wenn ihr 17 seid, eben, das ist halt je nachdem unterschiedlich von Alter zu Alter oder von Person zu Person, besser gesagt. Klar. So. So, zur Gilde einladen. So. Eben, es ist einfach, man verändert sich und man wird einiges reifer in dieser Zeit. Bei mir ist es vor allem, habe ich es eigentlich gemerkt, als ich 17 wurde. Dann mit 18 noch ein Schritt, aber eben mit 17 war bei mir der größte Schritt. Und eben, was bedeutet dann genau geistige Reife? Bei mir ist es einfach so, man weiß, wie man einerseits, weiß einerseits, wie man mit Leuten umgehen muss, sprich mit irgendwelchen Idioten. So, was muss ich da genau machen? Aufträge, Lust nach Hilfeflasche, Waldläufen, Ruhen aktiven Waldläufen. Ah, genau, das dürfen die sein. Wisst ihr, wie ihr eigentlich mit Leuten umgehen sollt, was ihr nicht machen sollt und so weiter und so fort und wie ihr, das ist auch immer cool, oder was sag ich, das ist auch, sagen wir es mal, ein wichtiger Punkt, ihr wisst, wie man Frauen behandelt muss. Und das ist, will ich auch noch darauf dann weiter eingehen. Weil eben, vielleicht einige wissen ja, ich habe keine Freundin, aber ich bin da nicht ganz traurig, weil eben, ich habe mein Video erwähnt, ich bin selber schuld. Und ich, im Moment liebe ich auch niemanden in dem Sinne. Wenn ihr wisst, oh nein, da will ich nicht runter. Wenn ihr wisst, was ich meine, also ich habe nicht irgendwie das Verlangen, irgendwie jemanden oder eine Person nur zu haben. Klar, ich habe immer ein bisschen jemanden, der mir im Kopf schwirrt, aber wirklich Liebe ist es, oder verliebt sein, ich glaube eben, es ist auch immer schwer, von Liebe allein zu sprechen, kann ich nicht. Und eben, ich glaube, was machen viele Leute falsch? Also besonders viele 16-Jährige in meinem Alter, oder besser gesagt zwischen 16 und 17. Und es gibt wirklich sehr viele, ich habe das auch beobachtet selber, ich bin eigentlich eher mit Jüngern unterwegs, muss ich auch immer sagen, weil, keine Ahnung, ich bin fertig hier, das ist sehr gut, aber ich habe hier hinten, habe ich nicht, okay, dann,
Ah, oh, das ist bitter. Eben, ich sehe einfach, dass viele... Also, fertig? Perfekt. Ich sehe einfach, dass viele immer wieder so, was soll ich sagen, einfach Fehler machen. Das Wichtigste bei Frauen ist einfach, ihr müsst wissen, dass ihr das aktive Geschlecht seid und ihr das, die Frauen das passive. Also wenn ihr eine Freundin wollt, die einigermaßen aussieht, dann müsst ihr aktiv werden. Und bitte, Leute, ich weiß, von was ich rede. Schreibt Frauen nicht über Facebook oder WhatsApp oder sonst wo an, wenn ihr sonst noch nie mit ihr geschrieben habt oder so. WhatsApp, Facebook, all die sozialen Medien sind einfach Killer für irgendwie ein Gespräch anzufangen oder sowas. Wirklich, glaubt mir. Sprecht sie persönlich an, auch wenn ihr sie nicht kennt. Ich will auch immer ein bisschen mit Beispielen unterstützen, weil ich weiß, dass es nicht einfach ist oder dass es schwer verständlich ist und vielleicht denken auch einige, oh, wieso soll ich so einem Noob vertrauen, der noch keine Freundin hat. Aber Leute, wisst ihr, könnt mir glauben, ihr müsst mir nicht glauben, aber ziemlich sicher kann ich euch ein paar Tipps geben, weil es gibt einfach Sachen, die sind einfach so. Dem schreibt, wie gesagt, nicht auf Facebook, WhatsApp oder sonst was. Sprecht die Person an. Ich habe in der Türkei, habe ich ein Experiment gemacht. Ich habe ein Mädchen gesehen, das wirklich Hammer aussieht. Auf einer Skala von 1 bis 10 war sie etwa eine 9,5 oder... Oh ne, jetzt bin ich da wieder geflogen. War sie etwa 9 oder 9,5. Also richtig, richtig nice. Also sie hat wirklich extrem gut ausgesehen. Ich habe mir gedacht, boah, scheiße, Leute. Du musst sie einfach ansprechen, Leute. Es wäre so eine gute Übung für dich. Für dich, da ich das sonst eigentlich auch noch nie wirklich gemacht habe und so weiter. Oh Mann, ich hasse das, wenn man da reinspringt. Leute. Nein, jetzt war ich drauf. Und dann habe ich... Ich habe es geschafft, sie anzusprechen. Oh nein. Und Leute, das Beste ist, es ist nicht schlimm. Ihr habt am Anfang wirklich extrem... Ah, jetzt. Am Anfang habt ihr extrem das Herz klopfen, wirklich. Ihr habt wirklich das Gefühl, oh scheiße, was läuft. Und ich hab's so gemacht, Leute. Ruhig durchatmen, die Gedanken einfach mal vergessen, auf sie zulaufen und dann einfach sie ansprechen, Leute. Es ist wirklich nicht schwer. So, was müssen wir jetzt für eine Quest machen? Ah, wir sind schon da. Ich will nicht auch aus dem Konzept bleiben. Töte sich dämonische Angst, zerstöre 5 Vierer tieferen. Ah, oh, okay. So. Weil es ist wirklich nicht schwer, Leute. Und glaub mir, wenn ihr es einmal gemacht habt, dann könnt ihr es nachher immer. Also eben, macht es mal irgendwie in der Übung. Klar, die Situation muss natürlich irgendwie einigermaßen gut sein. Verstehe ich, wenn ihr zum Teil sagt, oh shit, jetzt ist die Situation nicht passend gerade. Aber es ist auch eine Challenge. So, wo müssen wir genau hin, Leute? Da zeigt mir der Pfeil hin. Ich glaube, ich muss dies... Ah, hier. Ich glaube, ich muss irgendwo einen von denen... Ah, genau, die muss ich. Und, ihr müsst das aktive Geschlecht sein. Dann der zweite Punkt. Bei Frauen, seid nicht der nette Typ, Leute. Ich sehe das bei anderen auch immer wieder. Und ich sehe es bei mir selber wieder. Auch, ich habe es früher sehr, sehr gemacht sogar. Seid nicht der nette Typ, der sogenannte der Nice Guy. Es ist wirklich so, Leute. Auch wenn es mir nicht glaubt, es gibt ja immer wieder so die schönen Hollywood-Filme, wo die Männer die Traummänner sind, in Anführungs- und Schlusszeichen. Sie sind so charmant zu den Frauen, sie vergöttern die Frauen und so weiter. Leute, in Filmen geht das vielleicht, aber in Real Life ist es wirklich genau andersrum. Auch wenn es mir vielleicht nicht glaubt, aber es ist wirklich so, weil... Entschuldige. Weil... So, muss ich die noch irgendwie killen? Also habe ich noch ein Item bekommen? Das wäre noch interessant zu wissen. Nein, habe ich nicht. Okay. Weil... Frauen, die wenn sie jemanden lieben, oder sagen wir es so, dann... Ah, was ist das? Oh, nice. Okay, das sieht noch cool aus. Nehmen wir das mal. Dann... Oh Mist, nein. Dann... Sie stehen nicht auf nette Typen. Die sind einfach langweilig für Frauen, ganz im Ernst. Und
es ist einfach so, auch wenn es mir vielleicht nicht glaubt oder so, macht es nicht, weil es lohnt sich nicht. Seid lieber mal einmal mehr ein bisschen frech oder so, oder was soll ich sagen, haut lieber mal ein bisschen mehr raus, als sein dürft. Ihr müsst die Grenzen kennenlernen, Leute. So, Virusüberträger, Twitter ist immer zerstören, um den Virus zu verbreiten. Lol, wir haben doch irgendetwas eingesammelt, nicht? Oh, warte, ich weiß wo. Die sind da, genau, die sehen so aus. So, Virusüberträger, die sind so selten, genau. Eben, wenn ihr eine Freundin wollt oder wenn ihr irgendwie da dabei seid, ein bisschen auszupielen, haut lieber einmal mehr drauf, anstatt einfach zu nett zu sein, weil das bringt einfach nichts. Dann der nächste Punkt, welcher eigentlich sehr, sehr wichtig ist und das vereint eigentlich mehr oder weniger alle Punkte in allem, ist Selbstbewusstsein, Leute. Ihr müsst einfach, ich weiß, es ist schwierig, aber es muss einfach, das Umfeld muss stimmen, ihr müsst mit Kollegen zusammen sein oder Leute oder Freunde, besser gesagt, die euch gut kennen und gut mögen, weil dann geht es, Leute. Ihr müsst einfach selbstbewusst sein. Das ist das A und O. Und ich sehe es auch selber bei mir. Wenn Frauen zu mir selbstbewusst sind, dann sind die so viel attraktiver als schüchterne Mädchen, die kaum mal etwas sagen, die irgendwie sonst was machen. Ein Beispiel, so. Ich war mal unterwegs mit einer ganzen Gruppe von Leuten. Und so, wo ist dieser Virus? Ah, da ist ein Virusüberträger, nice. Und es gab da sozusagen zwei Frauen. So, was soll ich sagen? Einmal die, sagen wir mal, die nicht so hübsche, die für Selbstbewusste. Und die hübsche Selbstbewusste, die hübsche nicht Selbstbewusste. Also einmal nicht hübsch selbstbewusst und einmal hübsch nicht selbstbewusst. Etwa so. Plus, minus, Daumen mal so. Die, und am Schluss war mir die nicht so hübsche attraktiver, ganz im Ernst. Das glaubt ihr mir vielleicht nicht, aber das ist einfach so. Und wenn das bei Frauen so ist, dann ist es bei Männern genau auch so. Also es würde mich nicht überraschen. So, wo sind da die Virusüberträger? Wir brauchen die. Das ist gerade ein bisschen was los. Eben, das sind so meine Tipps und eben, wenn ihr, wenn ihr jetzt keine Freundin habt, Leute, ganz im Ernst, es ist wirklich so, wenn ihr dann mal eine habt, dann ist es nothing special mehr, ganz im Ernst. Also ich weiß es nicht, aber irgendwann denkt ihr einfach, oh scheiße, jetzt muss ich da noch etwas machen mit der Freundin, da noch. Klar, also ihr liebt sie wirklich und es ist the one only, aber eben, ich meine, sorry, wenn mit 15 schon oder 14 ist sie jetzt auch schon wieder eher der Trend, so nehme ich auch gerne, wenn ich die darf, ist schon langsam der Trend, dann kann man sich einfach nicht richtig lieben und ja, eben, das sind so meine Tipps, bisschen bezüglich Frauen, was ihr machen sollt oder eben nicht, eben, das ist halt, weil ich jetzt 18 bin, kann ich das ein bisschen sagen und ganz im Ernst, Leute, mit 16 wusste ich das auch noch nicht. Ich hatte da keine Ahnung. Ich wusste das auch noch mit 17 nicht wirklich. Und, super, jetzt haben wir da Verbindungsprobleme. Und ich hoffe, ich konnte euch einfach helfen, weil eben, es ist halt unsere Gesellschaft langsam. Es ist einfach leider unsere Gesellschaft, die halt das auch verlangt. Die das einfach, nein, was ist der jetzt weg? Wie viel haben wir jetzt denn, Virusüberträger? Ah, 4, noch einen, gut. Die das halt auch ein bisschen verlangt, die einerseits uns an der Nase herumführt, weil anständige Jungs, oder mit diesen Hollywood-Filmen, es ist wirklich so. Ihr müsst wirklich, ah, Junge, Server, kack nicht ab. Ihr müsst wirklich schauen, dass ihr... dass ihr da einfach nicht sozusagen reinfliegt, sage ich jetzt mal gemein. Aber eben, ich würde garantieren, wenn ich jetzt alles die Punkte alle beobachte, mache oder ausführe, wenn ich
Oh Leute, spinnt das etwa? Wenn ich jetzt, ich will da noch... Oh Mist, Leute. Synchronisiert mit Server. Wenn ich jetzt ganz im Ernst ins Kaufleuten mal gehen würde, so ein Club in Zürich, und es wäre 16 plus Abend, kann man das sagen? Ja, irgendwie einfach, wo schon 16-Jährige reinkommen. Leute, jeder, der diese Tipps anwendet, ich würde um, was soll ich sagen, um 100 Franken wetten. Wenn es sich nicht doof anstellt, dann kann das einfach jeder. Weil es ist nicht schwer, Leute. Vor allem, wenn ihr das mal einmal draußen habt, dann könnt ihr es immer. Und eben, ich will das auch mal in der nächsten Zukunft ausprobieren. Eben mal ins Kaufleuten gehen. Voraussichtlich mit Sony. Er wird das Video eh nicht anschauen. Und dann will ich mal auch den Plan von ihm sozusagen sagen. Mal sagen, was er dazu sagt. Weil eben, bei mir ist das so. Ich würde viel mehr in die Stadt gehen. Ah, komm. Ah, danke. Danke. Ich würde viel mehr in die Stadt... Nein. Ich würde viel mehr in die Stadt gehen, wenn ich ein bisschen näher in der Stadt wohne. So, aber jetzt muss ich mal schauen, wegen der Internetverbindung. Langsam nervt es. So, wir haben es überlebt, Leute. Wow. Fast gestorben. Lol, wenn ihr die Anzeige gesehen hättet. Oder habt. Ah, lol, sind wir jetzt fertig mit der Quest. Aufträge, eine andere Maschine spricht mit... lol? Virus übertragen, nein, kann ich jetzt die Quest nicht mehr machen. Nein, Leute, ist die Ernst gerade buggy geworden. Nicht euer Ernst. Oh mein Gott, ist wirklich buggy gerade geworden, oder ich hab sie verbuggt. Nein, Leute. Ich muss die Quest nochmals machen. Ich glaube, irgendwie hat es nicht... habe ich es eingesammelt und dann hat es den Quest nicht erkannt. Naja, schade, dann müssen wir die Quest nochmals machen. Ah, komm, Jump. Oh, nice. Das ist jetzt blöd. Das ist ganz blöd. Aufträge. Ich kann es uns nicht vorstellen, was es liegen würde, Leute. Ganz im Ernst. Global Server Lag, jo. Ist so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die nochmals machen soll. Nee, ich glaube, ich mache sie in diesem Video sicher nicht, weil eben, ich habe ausgesprochen und eben, wie ihr wollt. Ihr müsst mir nicht glauben, ihr könnt mir glauben. Ihr könnt auch gerne mal überlegen, was ihr da zu diesem Thema meint oder sagt. Schreibt mir in die Kommentare. Und lasst wie immer einen Daumen da. Ciao, Leute, und hoffentlich bis zum nächsten Mal.